we forget where we've been and what we've done, we're not men anymore. Just animals. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der abgebrochenen Game of Thrones Storylines. The North remembers. In dieser Liste schauen wir uns Handlungsstränge und Figuren an, die in der HBO-Fantasy-Serie verschwunden sind oder nie vollständig erklärt wurden. Auf welche Storyline wartet ihr noch? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Thorn's White Hand. What's he got there? To me, Ghost. Bring it here. God be good. In Staffel 1 gab es kaum Aktivitäten der Weißen Wanderer, sondern es wurde auf größere Konfrontationen im weiten Verlauf der Staffel hingearbeitet. Jon Snow kommt zum ersten Mal mit den Schrecken jenseits der Mauer in Berührung, als die Leichen von vermissten Nachtwärtern entdeckt werden. Als sich einer von ihnen als White erhebt, um Lord Commander Mormont anzugreifen, rettet Jon dem Mann das Leben. Dieses Ereignis veranlasst Mormont, Alistair Thorne, den Waffenmeister von Castle Black, nach King's Landing zu schicken, um König Joffrey die Hand des Whites als Warnung zu übergeben. You get young Joffrey's attention. And it puts a thousand leagues between you and Thorne. Allerdings haben wir diese Szene nie gesehen und sie wurde auch nie erwähnt. Auch wenn Thorne wahrscheinlich wie in den Büchern mit Skepsis betrachtet wurde, fühlt es sich an, als hätte die Serie diesen Erzählstrang einfach fallen gelassen. Nummer 9. Illyria Sand. Don't leave me alone in this world. Never. Zunächst schien die Partnerin von Oberyn Martell zu einer wichtigen Figur aufzusteigen. Die Serie hat die Storyline der Buchreihe nicht unbedingt gut adaptiert, aber sie zeigt, wie Illyria die Kontrolle über das mächtige Königreich übernimmt und zu einer Verbündeten wird. Vengeance. Justice. Fire and Blood. Leider währte dieses Bündnis nicht lange. Illyria und ihre Tochter Tyene werden in Staffel 7 von Cersei gefangen genommen und erleiden ein ziemlich schreckliches Schicksal. Obwohl Tyene dem Untergang geweiht ist, will Cersei Illyria am Leben lassen. Your daughter will die here in this cell. And you will be here watching what she does. You'll be here the rest of your days. Aber wir fragen uns immer noch, was mit ihr passiert ist, Jahre nachdem die Serie endete. Wurde sie wie viele andere getötet, als Landing plünderte? Oder hat sie überlebt und wurde nach Dorne zurückgebracht, wo sie für die Usurpation des vorherigen Prinzen bestraft wurde? You're not their prince. Nummer 8. Robin Arryn. Mommy, I want to see the bad man fly. Es war ziemlich einfach, Robin Arryn nicht zu mögen, als wir ihn zum ersten Mal trafen, aber es lässt sich nicht leugnen, dass er über eine der wichtigsten Burgen in der Serie herrschte. Obwohl er aufgrund seines jungen Alters und seiner extrem behüteten Erziehung nie wirklich das Sagen hatte, stellte Sansa Stark während einer entscheidenden Schlacht in Staffel 6 seine Armee zur Verfügung. She's my cousin. We should help her. That was my instinct as well. Diese Armee hilft auch während der langen Nacht und der Plünderung von King's Landing, aber Robin Arryn selbst wird erst im Finale der Serie wieder gesehen. Hi. Wir haben nie gesehen, wie er auf Littlefingers Tod oder die Tatsache, dass Littlefinger für den Tod von Robins Eltern verantwortlich war, reagiert hat. Wenn man bedenkt, wie sehr Robin Littlefinger vertraut hat, war das eine verpasste Gelegenheit. Take charge of your life, for as long as it lasts. That is what it means to be Lord of the Vale. Nummer 7. Sir Ilyn Payne. Is it him there making you shake? He frightens me too. Look at that face. Arya Stark hatte viele Namen auf ihrer besonderen Liste, von denen die meisten von ihr selbst oder von jemand anderem gestrichen wurden. Aber es gibt einen Namen, den sie scheinbar vergessen hat. Sir Ilyn Payne. Sir Ilyn! Bring me his head. Der königliche Henker war derjenige, der Arias Vater den Kopf abgehackt hat. Obwohl er unter Joffreys Befehl stand, war das mehr als genug, um ihren Zorn zu erregen. Ilyn Payne. The Hound. Joffrey. Cersei. Ilyn Payne. Die Figur verschwand jedoch nach der zweiten Staffel der Serie. Es ist möglich, dass Ilyn herausgeschrieben wurde, weil sich sein Darsteller Wilco Johnson einer Krebsbehandlung unterzog. Zum Glück hat Johnson die Behandlung überstanden, aber Ilyns Anwesenheit wurde von da an nur noch am Rande erwähnt. I'd never let them execute you. Is that what you fear? I'll never let Ilyn Payne take your head. You're a Lannister. Nummer 6. Quaithe. Do I know you? I know you.
Danny und Co. trafen während der Quarth-Storyline in Staffel 2 auf viele seltsame Charaktere, aber keiner von ihnen hat uns so sehr in seinen Bann gezogen wie Quaithe. Obwohl sie nur in 2 Episoden auftauchte, weckte sie unser Interesse durch ihr stets maskiertes Gesicht und ihre Prophezeiung über Daenerys. They shall come day and night to see the wonder born into the world again. And when they see, they shall lust. For dragons are fire made flesh. And fire is power. Wir konnten nicht anders, als mehr von ihr zu sehen, um ihr Geheimnis zu lüften. Ihre mystischen Fähigkeiten und die Tatsache, dass sie aus Asai stammt und die Tatsache, dass sie aus Ashai stammt, den Geburtsort von Melisandre und dem Ort, aus dem Dannys Dracheneier stammen, dass sie eine zentrale Rolle spielen könnte. Aber das war nicht der Fall. Als die Geschichte von Quaithe zu Ende war, haben wir nie wieder etwas von ihr gehört. Und wir wollen immer noch mehr wissen. Will you betray her again? Never. Nummer 5. White Babies. Game of Thrones beherbergt eine Menge verachtenswerter Charaktere, aber Cressida liefert ein hervorragendes Beispiel für die schlimmsten. Who's this little girl? You're prettier than half my daughters. Der Wildling hat mehrere Töchter, aber er opfert jeden Sohn den Weißen Wanderern, um sich in Sicherheit zu bringen. Eine erschreckende Tatsache, die Jon in der 2. Staffel erfährt. Was mit diesen Babys passiert, wurde jedoch erst in Staffel 4 gezeigt, als wir sahen, wie eines von ihnen vom Nachtkönig verwandelt wurde. Es war ein großartiger WTF-Moment, aber er führte zu nichts. Sollen wir glauben, dass die Generäle des Nachtkönigs in Staffel 8 die geopferten Kinder von Cressida sind? Wie konnten sie alle so schnell wachsen? Leider lag es in der Natur des Weißen Wanderer, geheimnisvoll zu sein, sodass wir nie eine Antwort bekamen. Nummer 4. Essos. Und lass mich machen, Daor. In den Rennen machen. Jeviken und Tito Borjo Grutari machen. Der Nachbarkontinent von Westeros spielte für einen Großteil der Serie eine wichtige Rolle. Frieden zu schaffen und die Sklaverei in seinen Städten zu beenden, war eine treibende Kraft in Daenerys Charakterentwicklung. Und sie war bei weitem am interessantesten, als sie die Rache an den Herrscher nahm. Dracarys. Aber sobald sie nach Hause zurückkehren konnte, vergaß die sogenannte Kettenbrecherin anscheinend all ihre gute Arbeit dort. Wir wissen, dass es wichtigere Konflikte gab, auf die sich die Serie konzentrieren musste, aber sie hätten uns trotzdem ein paar Szenen geben können, um uns zu zeigen, was mit Meereen, Astapor und Yunkai während Dannys Abwesenheit passiert ist. Wir hätten uns sogar eine Szene gewünscht, in der Dany Nachrichten über den Raben erhält, aber es wurde nichts gezeigt. In Veli Basma Tetos Taor! In Vrapa Tolvi Ovion in Rondiraderat. Tolvri Oprigelat. Nummer 3. Die gesichtslosen Männer in Westeros. What do you want? A man has a thirst. A man does not drink for a day in the night. A boy could make a friend. Der rätselhafte Jaqen H'ghar, der in Staffel 2 zum ersten Mal vollständig auftauchte, zog uns sofort mit Andeutungen über seine Mörderorganisation in seinen Bann. Deshalb waren wir erfreut, die Figur in Staffel 5 wiederzusehen, zusammen mit dem Hauptquartier der Gesichtslosen, dem Haus von Schwarz und Weiß. You said there was no Jaqen H'ghar here. There isn't. A man is not Jaqen H'ghar. Well, who are you then? No one. And that is where Gil must become. Trotzdem gibt es noch so viel, was wir nicht wissen. Wie konnte der geschickte Jaqen zum Beispiel in Königsmund gefangen genommen werden? Und warum haben ihn die Gesichtslosen überhaupt nach Westeros geschickt? Wir können nicht einmal sicher sein, dass Jaqen aus Staffel 2 und Jaqen aus Staffel 5 ein und dieselbe Person ist oder ob er überhaupt existiert. Es könnten auch verschiedene Personen sein, die dasselbe Gesicht haben. Aber als Arya Braavos verließ, mussten wir uns von diesen Fragen verabschieden. Finally a girl is no one. A girl is Arya Stark of Winterfell. And I'm going home. Nummer 2. Dorne. I never realized you had such respect for Dorne. Der Umgang der Serie mit der Dorne-Story in Staffel 5 wurde zu Recht kritisiert, aber das heißt nicht, dass wir wollten, dass sie verschwindet. Aber genau das ist passiert. Kill us! Get it over with! In Staffel 7 wird Ilaria gefangen genommen, als sie auf dem Weg ist, den Rest ihrer Armee für Daenerys zu sammeln. Danach werden keine weiteren Versuche unternommen, die Armee in den Schoß zu holen. Von niemandem. Dabei wären sie sehr nützlich gewesen, wenn eine massive Armee der Toten aufgetaucht wäre.
Nach Ilarias Gefangennahme hören wir nur noch von einem namenlosen dornischen Prinzen, der Dany unterstützt und im Serienfinale bei Taryons Prozess anwesend ist. Ein trauriges Ende für das, was das einzigartigste der sieben Königreiche hätte sein sollen. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1, Dario Naharis. Your Grace, allow me to present the captains of the Second Sons. Miro Bravos, Prendal Negesen und Dario Naharis. Wir haben über Essos gesprochen, aber Dario Naharis verdient einen eigenen Eintrag. Ursprünglich ein Leutnant der Söldner der zweiten Söhne, tötet Dario die Anführer der Gruppe, um sich Daenerys Sache anzuschließen. The second sons are yours and so is Dario Naharis. My sword is yours, my life is yours, my heart is yours. Wir lieben Söldner mit einem weichen Kern und Dario wird schnell zu einem von Dannys interessantesten Verbündeten und auch zu ihrem romantischsten Interesse. Aber als Dany Essos verlässt, nimmt sie Dario nicht mit. Und eine der größten Enttäuschungen über die Anwesenheit von Essos in den späteren Staffeln der Serie war es nicht zu sehen, wie Dario vorübergehend an ihrer Stelle Meereen regierte. Es gibt eine alternative Realität, in der Dany nie weg war und wir sehen konnten, wie sie die Stadt regiert und dem Rest von Essos positive Veränderungen brachten. Aber dafür gibt es ja die Fanfiction. Farewell, Dario Naharis. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.